No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen, liebe Austrianer, liebe Rapidler, lieber Stefan. Hallo Markus, dass du die Austrianer mal zuerst erwähnst, schön. Ja, nachdem sich so viel immer komplexmäßig beschweren und sagen, die Austria, wenn du ins Alphabet beginnt mit A und deswegen Austria muss zuerst genannt werden oder sollte zuerst genannt werden, nicht Rapid und solche Geschichten. Ja. Und auf jeden Fall natürlich, Derby-Woche steht an und das ist natürlich dementsprechend ein ganz, ganz großes Thema bei uns heute auch im Podcast und in Ausgabe Nummer 35. Das stimmt. Kommenden Sonntag findet das Wiener Derby statt und das ist ja sowas wie eigentlich aufgelegt für unseren Podcast und immer wieder ein Highlight. Ja, immer wieder ein Remis. Bis jetzt immer wieder ein 1:1, aber die Chancen stehen meiner Meinung nach ganz gut, dass es nicht mehr ein 1:1 wird. We will see. Wir hatten ja, glaube ich, noch nie 1:1 getippt, aber. Ja, das stimmt. Und das werde ich auch heute nicht. Und irgendwann reißt ja jede Serie. Also auch diese. Genau, auch die Heimfluchserie reißt irgendwann. Die wird auch irgendwann reißen, da bin ich vollkommen davon überzeugt. Ich glaube nur, dass der jetzige Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh dafür ist. Okay. We will see. Ja. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Ja, wir sind ja schon mitten dabei, oder? Und gehen wir aber mal drauf ein, was ist denn zuletzt so passiert? Ja, es hat ein paar Spiele gegeben nach der Länderspielpause. Es hat unter anderem das, gehen wir chronologisch vor, die Niederlage der Young Violets gegeben gegen Dornbirn. Mhm. War doppelt und dreifach schmerzhaft für einige. Ja, das stimmt allerdings. Aber ja, nichtsdestotrotz, die Welt geht deswegen nicht unter. Und die Austria hat, also die Young Violets haben auswärts in Dornbirn antreten müssen und haben eigentlich in der ersten Halbzeit gut mithalten können. Sind dann trotzdem in Rückstand geraten, haben aber Chancen gehabt zum Ausgleich, haben Chancen gehabt zur Führung. Also man hat sich in der ersten Halbzeit nichts vorwerfen können. Und in der zweiten Halbzeit, ja, da hat man sich selbst ein bisschen geschwächt, indem Tramé, der eigentlich bis jetzt beste Young Violet-Spieler diese Saison, mit einem taktischen Foul eine gelb-rote Karte bekommen hat. Und man war dann fast die gesamte zweite Halbzeit nur noch zu zehnt am Feld. Und das hat man halt gemerkt. Also Dornbirn ist dann 3-0 in Führung gegangen. Ivkic hat dann noch den Anschlusstreffer, oder sagt man der Anschlusstreffer? Nein. Ehrentreffer. Ehrentreffer zum 3:1. Ehrentreffer in der 77. Minute ist noch ein bisschen früh für einen Ehrentreffer, aber es war der einzige Treffer der Austria. Sie haben, was auch für die Moral der Mannschaft spricht, nicht aufgegeben und bis zum Schluss gefightet, aber es hätte nichts sollen sein. Und man muss auch sagen, dass Dornbirn einen unglaublichen Lauf hat, seitdem Janeschitz dort Trainer ist. Also der dürfte vieles richtig machen. Andererseits, Harald Zuchert, Austria, also nicht Austria, Young Violets Trainer, ich will es immer sagen Austria Trainer, nein, Young Violets Trainer, ist das 100. Mal an der Seitenlinie gestanden bei einem Young Violets Spiel und hätte sich alleine deswegen schon einen Sieg verdient. Tja, aber Leben ist kein Wunschkonzert, nicht wahr? Ist kein Wunschkonzert, aber dann wird es halt beim 101. Spiel soweit sein. Wir werden sehen. Wie ging es chronologisch weiter? Chronologisch weiter ging es mit dem Auftritt von Rapid 2. Und ja, die haben es auch nicht viel besser gemacht. Konnten auch keine Punkte einfahren. War eigentlich ein relativ schwacher Auftritt. Man hatte gehofft, dass durch den jüngsten Heimsieg gegen den GRK so ein Knoten so ein bisschen geplatzt ist. Dem war leider nicht so. Und schlussendlich musste man sich Lafnitz mit 0:1
geschlagen geben und ist damit weiterhin Vorletzter in der Tabelle. Ein faires Ergebnis. Fast so fair, wie ich mir gewünscht habe in der letzten Saison. Ja. ja, wie gesagt, damit weiterhin Vorletzter in der Tabelle nur und nur 7 Punkte auf der Habenseite. Ja, aber die für die ganzen eigentlich wirklichen Zweiermannschaften, selbst die Zweiermannschaft von Salzburg, wenn man das so sagen darf, steht nicht wirklich gut da, haben nur 1 Punkt mehr als Rapid 2 auf dem Konto, 2 weniger als die Austria, wieder 2 weniger als Sturm 2, also ja, die ganzen Zweierteams stehen nicht dementsprechend gut da und man wird schauen müssen, dass man da dann noch unten wegkommt, wobei es ist ja jetzt schon so ist, dass angekündigt wurde, dass ein Team wohl freiwillig absteigt und ja, dann wird es natürlich wieder etwas, gibt ein besseres Bild für die Zweierteams ab. Also, das heißt, man verweilt sicherer in dieser Liga. Ja, genau. Kapfenberg ist im Moment noch abgeschlagen mit 2 Zählern und es wird dann eben so sein, dass es eben dementsprechend, Lafnitz, ne? Hat gesagt. Genau. Lafnitz dementsprechend gesagt hat, dass sie die in die Landesliga, glaube ich, sogar zurückgehen wollen. Und ja, weil ein Sponsor bei ihnen aussteigt. Das heißt, es ist wie eigentlich in den vergangenen Jahren immer irgendwas los, dass ein Team freiwillig absteigen will, keine Lizenz erhält oder irgendwelche Geschichten. Und ja, auch in dieser Spielzeit wird uns das begleiten. Ja, ist eigentlich relativ traurig, wie ich finde, weil Lafnitz recht ansprechende Leistungen gebracht hat in den letzten Jahren. Und ja, der Gönner oder Sponsor zieht sich halt zurück, was wieder unsere Diskussion aufflammen lassen könnte, was wie es mit Investoren bei Clubs aussieht, weil wenn sich da kein anderer Sponsor finden wird und was in Zeiten wie diesen wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist, dann wird dem Verein nichts anderes überbleiben als abzusteigen. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Leider machen wir keinen Lafnitz-Podcast, Markus. Da müsstest du dir einen anderen Partner dafür suchen. Ich glaube, wir bleiben bei Austria und Rapid, oder? Und zwar in der Reihenfolge. Obwohl es chronologisch mit Rapid weitergeht. Richtig, und das richtig. War jetzt wieder ein perfekter Übergang. Ich bin jetzt voll drinnen wieder für das heutige Sendung. Mega. Jetzt bin ich warm gesprochen. Mega. Ja. ja, am Samstag um 17 Uhr war dann Rapid an der Reihe mit dem Auftritt in Tirol, nachdem ich jetzt über Rapid 2 nicht allzu viel zu berichten wollte. Kann ich darauf etwas detaillierter eingehen. War ein Ergebnis, das sich sehr souverän liest. 5:0 Erfolg. Der höchste, Rapid hat es irgendwo getwittert auch, weil ich habe es nicht eigentlich extra vor, auch noch rausgesucht gehabt. Seit einem 8:1 in Wolfsberg im April 2021. Seitdem hat man nicht mehr so hoch gewonnen gehabt und glaube ich, seitdem hat man auch nicht mehr 5 Tore oder mindestens 5 Tore in einer Partie erzielt gehabt, sondern immer maximal 4. Und in dieser Saison ja ohnehin nicht mit Toren wirklich zu überzeugen gewusst, die Rapidler. Aber jetzt endlich mal wieder der Knoten geplatzt. Burgstaller 2-mal getroffen, Drölf getroffen, Zimmermann getroffen, Kröll getroffen, also fast die gesamte Offensivreihe konnte etwas Selbstvertrauen tanken. Natürlich die Mannschaft an sich auch. Wobei, glaube ich, wenn man irgendjemand gesagt hätte, nach 40 Minuten erst, das Spiel geht 5-0 aus für Rapid, ich glaube, das hätte einem keiner geglaubt. Also bis dahin war die Partie zumindest ausgeglichen. Eigentlich war es sogar besser im Spiel. Und ja, dann ist so ein bisschen aus dem Nix das 1-0 gefallen. Irgendwo bezeichnet, dass es dann auch Burgstaller gemacht hat, der bis dahin auch jetzt unter den letzten Partien nicht dermaßen auffällig war, aber spricht halt irgendwo auch für seine Qualität. Und der Ball dann eigentlich auch von den Tirolern so verlängert worden, dass er hinten fraglich ist, wie man ihn so allein da stehen lassen kann, so einen erfahrenen Mann. Eiskalt verwertet dann, mit einer Führung in die Pause gegangen, sogar eigentlich kurz vor dem Seitenwechsel noch die Chance gehabt, durch Kühn auf 2-0 zu stellen. Wäre dann des Guten zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit etwas zu viel gewesen. Bejonek konnte dann auf der Linie retten. Und in der zweiten Halbzeit hat es dann eigentlich ja, solide ist es weitergegangen.
Das 2-0 wird wirklich schön rausgespielt. Koscielny mit einem super getimten Pass auf Krühl und der eiskalt vollstreckt. 3-0 war dann ein Elfmeter. Ja, der war irgendwie billig hergegeben von Buttons, muss man sagen. Und ja, danach war es das eben. Dann auch nochmal schöne, zweimal schöne Flanke. Einmal auf Drolf, der dann auch mit etwas Glück und Geschick verwandelt hat. Und das letzte Tor dann schön auf Zimmermann geflankt. Also der aber auch sehr unbedrängt dann zum Kopfball gekommen ist und verwerten konnte. Insgesamt mit Sicherheit das Ergebnis um 2 bis 3 Tore zu hoch ausgefallen, wenn man die reinen Leistungsdaten anschaut. Zudem Wattens auch ein Tor aberkannt bekommen, das man mit Sicherheit nicht aberkennen muss. Sage ich so ganz klar, wenn es der Schiedsrichter dann nicht auf Foul entscheidet, dann wird der VAR wahrscheinlich nicht eingreifen und sagen, hallo, das war ein Foul. Sondern der Schiedsrichter hat eben gegeben oder gesagt, war ein Foul. Ja, es war eine Berührung da. Und wenn man es ganz, 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 ganz kritisch nimmt, kann man sagen, kann man eventuell Foul geben. Aber ich finde es wirklich, fand es übertrieben, hier Foul zu geben und das Tor damit zurückzunehmen. Und hätte man sich nicht beklagen dürfen, wenn hier der Treffer gefallen wäre für Wattens. Und dann wäre es 3-1 gestanden. Vielleicht wäre es dann nochmal etwas enger geworden. So war das eben nicht der Fall. Also in dieser Partie muss man wirklich sagen, war trotz des Ergebnisses kein wirklich so souveräner Auftritt, wie man meinen mag. Und das Spiel hätte hier und da vielleicht eine andere, leicht andere Wendung nehmen können. Aber nimmt man natürlich sehr gerne mit, endlich mal so einen hohen Sieg und kann damit natürlich auch etwas hoffen. War es vielleicht jetzt Richtung Befreiungsschlag? Aber ich glaube, ja, deswegen wegen einem Spiel und wegen einem souveränen Erfolg jetzt trotz allem, dann zu sagen, jetzt ist man der Favorit und mega drauf fürs Derby und so weiter, ja, lässt sich, glaube ich, deswegen nichts draus schnitzen. Ja, und so wie du das jetzt erzählt hast, so total euphorisch, irgendwie off, war das sicher ein schöner 5-0-Sieg. Nein, du, sicher hat man sich gefreut. Also ich mein, ganz ehrlich, ob das jetzt eine Scheißleistung war oder eine gute Leistung, wenn die Austria 5-0 gewinnt, dann freue ich mich. Sagt ja auch niemand, dass ich mich nicht freue. Also hier rein zu interpretieren, damit muss ich fast so Peter Backholt machen. Wie können Sie behaupten, dass ich mich nicht freue? Na, ja, weil ich dich jetzt schon langsam kenne. Würde. Das stimmt nicht. Nein, sicher habe ich mich gefreut, definitiv. Aber nur jetzt für einmal ein wirklich souveräner Sieg heißt jetzt nicht, es ist alles vergeben und vergessen, was bisher war. Kann vielleicht jetzt zusammen mit diesem 1-1 in Salzburg so eine Art Turnaround sein. Nur, was ich nicht hoffe und auch nicht denke, sollte jetzt das Derby aber irgendwie in die Binsen gehen, war alles davor trotzdem wieder für die Katz erstmal. Also es gilt jetzt genau wie nach diesem 1-1 in Salzburg, bitte bestätigen jetzt. Ja, das heißt, ja, gegen die Austria definitiv punkten. Und eigentlich, man sagt jetzt eh schon so lange, muss jetzt endlich der erste Heimsieg in diesem neuen Stadion gegen den Erzrivalen her. Punkt aus Armen. Okay. Sehe ich nicht so. Sehe ich natürlich überhaupt, muss nicht her. Ich mein, ja, du, ja, aber du, das muss der Anspruch sein, oder? Wenn ihr Heimderby habt, sagst du ja auch, ich will es definitiv gewinnen. Ja. Und das muss dann der Anspruch sein. Nachher kann man noch sagen, okay, ja, der Gegner war doch stark genug oder das XY passiert, aber ja. Ja, das stimmt. Genau. Aber trotzdem. In dieser Krise, in dieser Rapid-Krise, wenn ich das so nennen darf, der erste Sieg. Jetzt seit den, waren das sogar, nein, nach den Ausschreitungen hat es noch Siege gegeben, aber jetzt da. In Alltag gab es dann Alltag, noch diesen, genau, ja. Diesen 1-0-Erfolg, ja, wo aber, die mir das Tor gemacht hat, kurz bevor er uns dann verlassen hat. Genau. Aber ja, seitdem. Aber ein wichtiger Sieg für die Moral. Und erstens und für die Moral, auch für die Tabelle. Ja. Logisch, ich glaube, jeder Sieg ist immer gut und wichtig. Ja. Hier und da kann Salzburg bestimmt mal sagen, oh, jetzt haben wir mal nicht gewonnen, wie blöd. Haben wir nur noch 10 Punkte Vorsprung oder sowas irgendwann mal, aber... Ja. Naja, aber, ja, Frau Peter. Ja, genau. Ja. Gut, die Austria hat aber auch nichts dazu beigetragen, um Salzburg näher zu kommen, sagen wir so. Mhm. Also, es war gestern Sonntag, eine ziemliche, wir nehmen übrigens wieder Montag auf, deswegen habe ich mich wieder versprochen, es tut mir leid. Also es war am Sonntag eine unterm Strich relativ deutliche 3-0 Niederlage
in der ausverkauften Generali Arena. Mein Bruder war nicht dabei. Trotzdem, ja. Hätte auch mit ihm nicht schlimmer kommen können, oder? Hätte auch mit ihm schlimmer kommen können. Aber ich war mit meiner Frau im Stadion und die hat mir dann in der 75. Minute gesagt, dass sie auch noch nie live einen Austria-Sieg gesehen hat. Also vielleicht habe ich da noch einen Knofel in der Familie, den ich nicht mehr ins Stadion mitnehmen darf. Also, ja. Aber wie außer, immer, aber außer dass du wahrscheinlich nicht gut gelaunt warst, war es ihr ansonsten relativ wurscht, oder? Oder wie? Nein, sie hat auch mitgeklatscht und mitgesungen, das, was sie gekannt hat, so ein bisschen. Aber ja, ihr ist der Fußball ziemlich egal. Und sie ist natürlich Austria-Sympathisantin. Aber ich glaube, ehrlicherweise, wenn du sie nach der gestrigen Aufstellung fragst, wird sie dir vielleicht einen Namen sagen können oder zwei. Mhm. Ja. Also sie ist mir zuliebe mitgegangen, was ich ihr auch hoch anrechne. Das muss man ja auch sagen, oder? Es muss sich ja nicht jeder Mensch für Fußball interessieren. Ja, und ich habe eine super erste Halbzeit gesehen. Also es war wirklich jetzt für den neutralen Zuschauer natürlich eine top erste Halbzeit, für den Austria-Fan wahrscheinlich auch ziemlich ernüchternd nach dem Sturmführungstreffer. Dann kamen 300-prozentige Chancen für die Austria durch Huskovic und Fitz. Hat Siebenhandel gut gehalten und Huskovic zweimal knapp daneben geschossen, nämlich wirklich so knapp, dass ich schon zweimal gejubelt habe. Also ja, leider nichts geworden. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann auch gut begonnen. Nur als das 2-0 dann gefallen ist, da ist die Mannschaft ähnlich, muss ich sagen, wie in Posen. Da hat man eigentlich gemerkt, sie glauben nicht mehr an den Sieg oder sie sind zu müde, zu schwerfällig und man war dann eigentlich nach dem 2-0 chancenlos. Das muss man ganz ehrlich anerkennen und ich muss jetzt auch sagen, nicht umsonst steht Sturm an der zweiten am zweiten Tabellenplatz. Das muss man auch neidlos anerkennen, dass sie einfach eine souverän abgeklärte Leistung gezeigt haben und die Austria oder die Spieler der Austria von dieser Leistung auf jeden Fall, also von der Sturmleistung, auch ein bisschen was lernen können. Zum Spiel selbst kann man sagen, dass Manfred Schmidt diesmal meiner Meinung nach wenig bis keine Mittel gefunden hat, taktisch gegen Sturm vorzugehen. Also die Austria wurde immer durch Pässe in die Tiefe überrascht in der ersten Halbzeit und da waren schon einige brenzlige Situationen dabei. Also vor dem 1-0 für Sturm hätte Sturm schon 2-3 Tore schießen können. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte wieder nie das Gefühl im Stadion, dass da nicht einer für den anderen läuft und dass da nicht um jeden Ball gekämpft wird. Es waren gestern halt, haben wahrscheinlich viele keinen guten Tag erwischt und viele Fehlpasses fabriziert und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt wurden die Spieler dann trotzdem mit Applaus verabschiedet und niemand ist auf die VIP-Tribüne gestürmt und hat Rücktritte gefordert, also noch alles ruhig im Favoriten. Okay, na prima. Meine Frage, wie siehst du die Rolle von Früchtl bei den ersten zwei Toren? Ja, ich finde diese Tormann-Diskussion, die ist schon ein bisschen mühsam. Also, ich will jetzt ein bisschen ausholen. So, also im Austria Soccer Board und in diversen Facebook-Gruppen auf Facebook, Austria-Gruppen auf Facebook und so weiter und so fort, wird sich immer wieder Pence gewünscht und Früchtl kritisiert. Vielleicht hat er vor allem beim zweiten Tor, den hätte man vielleicht halten können oder ein bisschen anders reagieren können im Vorhinein. Da nehme ich ihn von keiner Schuld aus, soweit ich in der Position bin, das zu tun. Aber er hat auch im Interview nachher gesagt, er muss noch an sich arbeiten und ist noch nicht fehlerfrei. Man merkt einfach, dass er meiner Meinung nach noch nicht so mit der Abwehr kommuniziert wie ein Patrick Pence in den Vorsaisonen. Und dass er da meiner Meinung nach manchmal vielleicht wie ein Fremdkörper wirkt. Aber man muss auch sagen, er hat gestern viele Bälle rausgeholt und es hätte auch eine Blamage werden können. Und auch dank eines Christian Früchtls ist es keine Blamage geworden, weil er Top-Reflexe auf der Linie hat. Vielleicht dieses Rausspielen, der Ball am Fuß ist
ich glaube, da muss er sich einfach noch mehr an das System und an die Mannschaft gewöhnen. Aber ja, Ja, aber trotzdem. ich muss sagen, das war mir ist mir am Samstag auch negativ bei Hedel diesmal aufgefallen, dass die Ja. sein Herausspielen diesmal oder die langen Pässe nicht gut waren. Ja. Sonst ist es ganz ordentlich, aber da war es nicht gut. Beim Früchtler ist mir halt aufgefallen, ich meine, ich habe so ein bisschen Background, das erste Tor halt ins Kurzeck, auch wenn es wirklich ein strammer Schuss war. Ja, sage ich vielleicht wirklich in einen Weltklasse-Keeper, hält ihn vielleicht, war aber mit Sicherheit nicht einfach zu halten. Und beim zweiten hat er selbst auch im Interview gesagt, schaut natürlich deppert aus, wie er sich da verhält. Ist natürlich aber auch keine einfache Situation, wenn er wahrscheinlich diesen ersten Impuls folgt und durchläuft, kann er ihn wahrscheinlich klären oder wird ihn wahrscheinlich klären. So reagiert er zwar noch gut, aber kriegt ihn direkt dann durch die Beine. Ja, sieht dann natürlich wirklich deppert aus, aber ich glaube, prinzipiell ist er schon weit weg davon, ein Schlechter zu sein. Und ich glaube, da Glaube gab ich es auch. nach zwischen Lindner und dann Penz andere, die weniger gut waren im Austria-Tor wie jetzt der Früchtl. Gebe ich dir zu 100% recht. Aber ja, und ich finde, also vielleicht liegt das auch in meinem Naturell, aber ich bin da halt auch ein geduldiger Mensch und denke mal, erstens mal war der nicht umsonst dritter Tormann in Bayern. Ich meine, man darf sich auf so einen Karriereschritt auch nicht ausruhen und muss trotzdem immer an sich weiterarbeiten. Aber im Grunde genommen denke ich mir, und gerade ein Tormann hat ja, das kannst du mir vielleicht auch bestätigen, hat ja immer eine besondere Rolle in der Mannschaft, weil wenn ein Verteidiger einen Fehler macht, kann das noch ein anderer Verteidiger wettmachen. Und wenn der wieder einen Fehler macht, gibt es dann vielleicht noch den dritten oder den Tormann, der dann den Ball hält, ja. Wenn der Tormann einen Fehler macht, dann ist es meistens ein Tor und dann wird man da mal schnell an den Pranger gestellt. Patrick Benz hat damals viele Bälle für die Austria gehalten, war voll verdient zweimal Torhüter der Saison und ist jetzt auch verdient Nationalteam-Torhüter oder zumindest teilweise oder mit regelmäßigen Einsatzsätzen Nationalteam-Torhüter. Aber auch der hat Tore bekommen, die haltbar waren. Und auch der wurde dann nach den Toren kritisiert. Früchtl hat halt noch nicht so eine Stellung wie ein Patrick Penz und auch noch nicht so ein Standing bei den Fans, weil er natürlich neu ist und sich das Standing erarbeiten muss. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass er das macht. Wenn er jetzt da, sollte er nicht gleich wieder wegwechseln, sondern wenn er ein paar Jahre bei der Austria bleiben würde, dann wird das sicher noch eine Liebesbeziehung. Schauen wir mal, warten wir es mal ab. Und das, weil Gerade auch im Derby war immer Penstime. ja, das stimmt, ja. Aber weil ja Leider. die, weil ja die, also weil ich ja auch oft gestern auf der Tribüne gehört habe, warum schießt er nicht aus, warum spielt er immer von hinten aus? Also das sind ja taktische Anweisungen vom Trainer. Da Richtig. kann ja oft der Dormer nichts dafür. Vielleicht will der lieber den Ball abschlagen. Aber, und das ist halt auch so ein bisschen das Los des modernen Fußballs, ja. Das ist ja nicht nur bei der Austria so, aber es ist eine Spiel, also ein spielintensiver Spielstil, wie man sagen muss. Und da baut man halt immer den Angriff von hinten auf. Und das sieht man in jedem Spiel aufs Neue. Und wenn man keinen Weg mehr findet, den Angriff fortzusetzen oder die Offensivaktion schön zu gestalten mit einem versprechenden Ende, dann fängt man lieber von vorne an und spielt den Ball wieder zurück, wechselt vielleicht über die Verteidigung die Seite und versucht dann dort wieder vorzuspielen. Das macht nicht nur die Austria so, das ist derzeit in Mode, sag ich mal, in der Fußballwelt und deswegen wird man auch immer wieder diese Rückpässe sehen und deswegen verspricht man sich halt mehr, wenn man das Spiel strukturiert von hinten aufbaut, als wenn man den Ball irgendwie nach vorne schlägt und dann auf gut Glück irgendwie den Ball vielleicht bekommt und so ein Tor schießt. Also das ist halt der Spielstil derzeit, wahrscheinlich in ganz Europa so oder bei den meisten Teams so. Und ich glaube, da kann man niemanden vorwerfen, wenn man dann zurückpasst und die Anweisungen des Trainers befolgt. Also das will ich jetzt auch mal sagen, weil halt immer da die Fans reinschreien, wenn der noch einmal zurückpasst, dann muss er 10 Euro in die Kasse zahlen, weil dann passt er nicht mehr zurück. Das ist halt auch relativ, also wie sagt man, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber es ist halt auch immer leichter gesagt als getan, weil das System, dieses Pressing und dieser Spielaufbau derzeit einfach so funktioniert. Und wahrscheinlich auch, glaube ich, wenn ein Spielstil zu erkennen ist bei Rapid, dann glaube ich, ist er dann ziemlich ähnlicher mit dem Spielaufbau von hinten. Ja, definitiv. Aber gerade die Austria hat jetzt eigentlich auch kein wirklich
so ein Stürmer, wollte man sagt, das ist jetzt dieser Zielspieler, der vorne die Bälle verteilt. Vielleicht kann das dann irgendwie in Zukunft mal ein Ragut sein, aber ich glaube, derzeit mit der Aufstellung gibt es so einen jetzt auch nicht, oder? Wo man sagt, den spielt man lang und der macht die Bälle dann wirklich fest, oder? Ja, ein Tabakovic wäre zum Beispiel so ein Spieler, genau, der das Zeug dazu hätte, hat gestern allerdings verletzungsbedingt gefehlt, beziehungsweise nicht verletzungsbedingt, aber genau, am Sonntag. Am Sonntag, ja. Es ist ja, noch immer Montag. Passt schon. Nein, also er war krank und hat deswegen nicht spielen können. Das wollte ich halt auch sagen. Das war halt wahrscheinlich auch ein Punkt. Die Verletztenliste bei der Austria wird derzeit auch nicht kleiner. Und links hinten hat Kreiker gespielt, der zuvor unter 50 Minuten in der ersten Liga gespielt hat. Dann hat er gleich von Beginn an gespielt auf der linken Außenverteidigerposition, obwohl seine Stammposition eigentlich links vorne ist. Also ja, und da hat man dann halt auch einige Unsicherheiten gemerkt. Und da bin ich halt auch wieder so, ich mache dem das nicht zum Vorwurf, sondern der wird da halt weiterlernen und mir ist lieber, sie verlieren gegen Sturm, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, als sie lassen dann Punkte gegen irgendwelche Gegner liegen, die in der unteren Tabellenhälfte sind und die nicht so eindeutig derzeit über der Austria zu verorten sind, wie zum Beispiel Sturm, die seit Jahren eigentlich konstant guten Fußball spielen und seit Jahren mit derselben Mannschaft spielen und schon eingespielt ist, weil ich meine, bei der Austria hat es wieder 10 Abgänge gegeben oder 9 Abgänge und 9 neue Spieler und das dauert halt alles seine Zeit, bis sich das wirklich eingespielt hat. Was man ja natürlich auch beim Stadtrivalen in Hütteldorf so sieht, oder? Also da gibt es ja auch einige Neuverpflichtungen und dass das jetzt noch nicht so von Anfang an fruchtet und funktioniert, davon könnt ihr ja gerade ein Lied singen. Klar, sicher, ja. Auch so, auch wenn man sich, glaube ich, trotz allem wünscht, dass einige Automatismen schon besser am Start wären und eigentlich auch sein sollten, phasenweise. Ja, läuft halt dementsprechend noch nicht so viel und muss abwarten, ob das überhaupt jetzt dann nochmal was wird oder ja, ob irgendwann wieder die Mechanismen des Fußballgeschäfts zuschlagen und dann wieder irgendjemand oder der Trainer dementsprechend ausgetauscht wird und dann wieder dieses Radl von vorne beginnt, was ja auch nicht immer der Weisheitsletzter Schluss sein kann. Das stimmt auch, wobei ich jetzt da für die Austria sprechend sagen muss oder mich auch sagen traue, dass Manfred Schmidt derzeit relativ fest im Sattel steht und der Worst Case, dass dieses schwierige Oktoberprogramm nur Niederlagen bringt, wo man ja zweimal Villarreal hat, dann eben das Auswärtsderby, Salzburg, LASK, jetzt eben vergangenes Wochenende Sturm, dann glaube ich auch, dass das ein Manfred Schmidt überleben wird. Ja, also davon gehe ich auch aus. Ich glaube, er hat so ein tolles Standing bei der Austria, dass das kein Problem für ihn sein sollte. Und prinzipiell hat er ja gezeigt, dass er die Mannschaft und Spiel entwickeln kann. Also ich glaube auch nicht, dass der Manuel Ortlechner so kurze Reißleine hat. Ist ja kein Frank Straw noch mehr da. Genau. Ja. Und jetzt ist halt die Derby-Woche. Die Austria hat dann noch eine kleine Unterbrechung in Spanien gegen ganz unwichtige. Was natürlich auch keine leichte Aufgabe wird, was natürlich, man kann es so sehen, dass das vielleicht rapid in die Karten spielen wird, weil die Beine der Austria dann wahrscheinlich am Sonntag nicht so frisch sein werden wie die von Rapid, aber andererseits hat man sich diesen Auftritt am Sonntag in der letzten Saison erarbeitet, verdient und ich hoffe, die Spieler sehen das nach wie vor als Belohnung, nicht als Belastung und ich glaube, auswärts gegen einen spanischen Spitzenklub zu spielen und man darf sagen, der letztjährige Champions League Halbfinalist ist ein Spitzenklub in Spanien, dann kann man das schon als Belohnung sehen und nicht als Pflicht, als nervige Pflichterfüllung. Ja, also im Umkehrschluss hätte man dann auch sagen müssen, die Pause, die Rapid eingelegt hat, mit der Verlegung von dem Hartberg-Spiel, hätte dann dazu führen müssen, dass man Batutz aus dem Stadion schießt und wie es gekommen ist, wissen wir alle. Also ich glaube, so wie jetzt die Ergebnisse vom Wochenende nicht dermaßen aussagekräftig sind fürs Derby, wird auch das Spiel am Donnerstag natürlich für die Austria wichtig sein. Vor allem, wenn man diese Ziele hat, wie du sie formuliert hast. Ja. Oder wie deine Ziele und deine Hoffnung für die Austria natürlich, sind. Natürlich, ja. Weil dann müssten jetzt, glaube ich, in diesem Villarreal-Doppel dann 3-4 Punkte mal herkommen. Ah ja, zwei reichen. Mit zwei reichen. Man braucht jetzt nicht
Okay. Wenn Ja, man wie auch da immer. Und jetzt dann. zwei Unentschieden holt und dann gegen Lech und gegen Beersheba jeweils gewinnt, dann glaube ich, wird man sicher Zweiter. Schauen wir mal, wie es dementsprechend läuft. Genau. Nächsten Dienstag sind wir schon in vielerlei Hinsicht Klüger. schlauer. Aber nachdem du jetzt schon geredet hast und hier der Austria-Experte bist, kannst du mir bestimmt sagen, wann Ach gab es denn Gott. den letzten Austrias, internationalen Austriasieg? Egal ob heim oder auswärts. Ja. War das. Na. Das war ein russischer Club, oder? Nein, laut meiner Liste nicht. Natürlich kann ich dir das nicht sagen. Gestern war es nicht. Du hast bestimmt an Zenit St. Petersburg gedacht, oder was? Ja, das war Aber Champions das ist League, schon ein das bisschen, war genau, ja, das ist das schon ein war noch bisschen länger her. Champions League, ja, aber es war ein sehr beeindruckendes Spiel, hat mir Ja. sehr gut gefallen. Also, die Und Manuel letzten. Ortlechner war übrigens wegen diesem Spiel, dass ich jetzt auch ein bisschen mit Austria-Wissen protzen kann, war übrigens nach diesem Spiel im Team der Runde der UEFA Champions League damals. Ja. Okay. Aber nein, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich glaube, es ist schon 4 Jahre her oder 5 Jahre. Ja, es war im November 2017, und Fünf zwar am Jahre. 2. November 2017 hat die Austria mit 4 zu 1 in Rijeka gewonnen. 4:1 war es aber auch gegen Genau, Zenit. in Rijeka. Und danach gab es dann nur noch ein 0 zu 0 gegen AEK zu Hause. Ja. Und eben, wenn man das mit dazu nimmt und die letzten 6 internationalen Spiele mit dazu, also seit 7 internationalen Spielen ist die Austria sieglos auf dem europäischen Parkett. Auch diese Serie wieder mal reißen, lieber Ach, Martin. du, ganz klar. Also da jede Serie wird mal reißen. Ja, nein, wird Zeit. Und meine Hoffnung ist ja, ich meine, man hat ja sowohl im ersten Spiel gegen Lech Posen als auch im zweiten Spiel gegen Beersheba, und da meine ich jetzt aus Realsicht gesehen, dass diese Mannschaft schon zu knacken ist. Und man stelle sich jetzt vor, Real denkt sich, okay, die Austria hat jetzt 3:0 gegen Sturm verloren und gegen Posen 4:1 verloren. Ziemlich deutliche Niederlage, da schickt man nur die C-Mannschaft auf den Platz und dann kommt aber der Wiener Sturm. Puskovic macht seine Chancen endlich rein und schießen sich warm fürs Derby. Also es kann schon eine Überraschung möglich sein. Ja, jedes Spiel beginnt bei 0-0. Also ich glaube, die Macht der Unterschätzung ist unsere Chance zum Sieg. Ist das schön gesagt? Ja, du ganz klar, aber Villarreal wird sich vielleicht auch erinnern, dass es da einen anderen, populäreren Club aus Wien gab, der ihn damals auch das Leben schwer Sportclub? gemacht hat und ihn den Platz 1 in der Gruppe weggeschnappt hatte. Sportclub Vienna? Na, die tragen grün-weiße Dressen. Also. Wie ich meine. Ja. Okay, ja. Gut, Naja, wie auch immer. wollen wir jetzt dann gleich zum Derby rübergehen oder schauen wir uns erstmal das Tippspiel an? Was du willst, du Gut, dann entscheidest. machen wir erstmal mit dem Tippspiel weiter. Okay. Der No-Go-Tipp der Woche. Ja, und zwar, der September ist zu Ende gegangen, wie wir alle wissen. Wake me up when September ends. Hatte das Stefan auch gedacht und dann gehofft und mich am Wochenende gefragt, du, wie ging eigentlich unser Tippspiel im September aus, also zwischen uns beiden? Und ich musste ihm zu seinem Missfallen mitteilen, dass er es leider nicht geschafft hat, an mir vorbeizuziehen. Ich glaube, wir waren beide, sagen wir mal, performance-technisch auf einem unteren bis mittleren Niveau, aber ich noch minimal besser. Das heißt, der Stefan ist der Verlierer im September und in unserer kleinen Zweierwertung. Und wird dementsprechend wie ausgemacht den gesamten Oktober über am Ende des Podcasts den SK Rapid Lobpreisen. Genau, das heißt, ihr dürft euch schon aufs Ende der Sendung freuen. Und ansonsten können wir natürlich sagen, der Gewinner, der große Gewinner des September ist PS 2011. Er hat sich wirklich hauchdünn, punktegleich noch durchsetzen können gegen Gloggy 99, eigentlich nur aufgrund eines einteiligen Spieltagssiegs ist er dann auf die 1 gerutscht oder auf der 1 geblieben, war ja vorher schon die Nummer 1. Und das heißt, wir werden uns noch mit ihm zusammensprechen und dann dementsprechend das Buch vom Michi Hatz, den Preis im September, überreichen. Gratulation, PS 2011. Genau. Well deserved. Ist jetzt Und übrigens auch wieder gut dabei.
Ja, naja, er hat ähnlich so performt wie wir und 2 Punkte eingesackt am 10. Spieltag bisher. Also nicht überragend, aber der Beste bis jetzt im, oder die 2 Besten im Oktoberwertung sind bis jetzt Stuntman mit 7 Punkten und der Julian 123 mit 7 Punkten. Also die Ach haben so, wirklich. Ich schaue da noch die. Okay, ich muss die ja noch weg. Du löscht genau. Das erst raus, die letzte Spieler. Genau, okay, dann hat Litschi 5 Punkte bis jetzt eingesammelt eben und Stefan und ich jeweils 2 Punkte. Ich glaube, das ist jetzt so ziemlich das erste Mal, dass wir gleich auf dastehen nach einem Spieltag. Ja. Das heißt, der Oktober ist noch lang und es geht noch in alle Richtungen. Was wir dementsprechend diesmal als Einsatz anbieten, haben wir uns noch nicht ausmachen können, beziehungsweise sind wir uns noch nicht einig. Gehen wir dann voraussichtlich in der nächsten Woche. Müssen bekannt. Wir in der nächsten Woche eingehen, weil sonst ist es zu spät. Also genau, das müssen wir also auf jeden geben Fall wir dann in der nächsten Woche bekannt. Und aber wir können schon sagen, der Preis für den Oktober ist ein ganz besonderer. Ja, ist ein ganz besonderer. Stefan scheint sich nicht so sicher zu sein. Oh ja, es ist ein ganz besonderer. Und zwar geht's für den Gewinner mit einer Begleitung ins Theater. Ins Theater? Ins Theater. Und zwar schauen wir uns gemeinsam ein Theaterstück an, das heißt Meine Leiche, Deine Leiche, spielt im Theatercenter Forum in Wien, im 9. Bezirk, also quasi auf neutralem Boden. Ja? Schauen uns gemeinsam an, klingt so, als würden du und ich mit dem Gewinner im Publikum sitzen, aber soweit ich weiß, bist du nicht im Publikum, sondern irgendwie auf der Bühne. Ich werde auf der Bühne stehen und eine kleine Rolle spielen, also ihr könnt mich da live sehen und ich verspreche euch, die Regie hat mir verboten, etwas Violettes anzuziehen. Ich habe auch nichts Violettes an, also sollte ein Rapidler gewinnen, dann habe ich was Grünes an, habe ich auch nicht an, Gott sei Dank. Also sollte ein Rapidler gewinnen, kann er mich trotzdem anschauen und ja. Du bist neutral unterwegs, machen wir es fest. Ich bin neutral unterwegs, es ist eine Komödie, es wird lustig, ihr habt 2 Karten, vollkommen gratis natürlich und habt einen schönen, entspannten Abend. Genau, während wie Leute wie ich die Karten teuer kaufen müssen, dürft ihr gratis also hingehen. Und, du musst natürlich den doppelten Preis zahlen. Ja, genau. Nein, aber was ich sagen wollte, im Theater können natürlich auch großartige Karrieren beginnen. Und zwar, nein, ich bin noch nicht entdeckt worden von ORF oder von Steven Spielberg oder so, aber wir zwei haben uns eigentlich im Theater gefunden. Genau, Theater ist eigentlich nicht nur die Brutstätte von meiner ersten Corona-Infektion wahrscheinlich, sondern auch von unserem Podcast. Also schöner verdrängt, ja. Na, also wir waren letztes Jahr schon dabei bei einem anderen Stück, es hat uns damals schon sehr gut gefallen, deswegen wohnen wir dem neuen Theaterstück Deine Leiche, Meine Leiche, Deine Leiche, meine auch Leiche, natürlich Leiche. Diesmal sehr gerne bei und freuen uns darauf und wer auf Nummer sicher gehen will, auch wenn er vielleicht nicht zum glücklichen Gewinner beziehungsweise sich den Sieg verdient im Oktober-Tippspiel, darf sich natürlich gerne auch an uns wenden beziehungsweise ansonsten über Winticket Stefan und Tickets käuflich erwerben. Genau, Ö-Ticket. Ö-Ticket ist es. Oder www.theatercenterforum.com ist, glaube ich, die Seite vom Theater. Ja. Gut passt, das mit dem Preis ist fest. Werbung haben wir auch schon genug gemacht. Genau. Jetzt geht es ums Tippen. Und zwar, da stehen jetzt diesmal nur 3 Spiele. Nee, stimmt nicht. 4 Spiele natürlich auf der Agenda, weil das internationale Match von der Austria natürlich auch noch. Genau. Was ich noch sagen wollte kurz ist an alle da draußen kicktipp.at/nogo. Wenn ihr jetzt noch einsteigt, wie gesagt, es ist erst ein Spieltag hinter uns, also es sind noch alle Chancen drinnen, die Oktoberwertung zu gewinnen und ich würde euch bitten mitzuspielen, wir sind eine kleine, aber feine Community, aber wir werden von Monat zu Monat mehr und wir hoffen natürlich auch, dass das im Oktober so weitergeht. Genau, rund 40 Leute sind am Start in der Tipprunde und wir freuen uns über jeden Neuzugang und so wie der Stefan richtig gesagt hat, die ersten 2 haben jetzt 7 Punkte, also ist jetzt nicht allzu viel, auch nicht allzu wenig, aber hier der eine oder andere hat dann pro Spiel mal 10, 12, 11 Punkte gemacht, also es ist locker noch aufzuholen, wenn man sich dementsprechend als Fachmann erweist und gut tippt und der Stefan und ich werden euch jetzt gleich mal zeigen, wie der Hase rennt und unsere Tipps für die 4 Spiele des 11. Spieltags abgeben. Also der 11. Spieltag ist jetzt sozusagen der nächste, der ansteht. Ich kann gleich sagen, für alle Tippfreunde, die schon mit dabei sind, die
Spieltage im September werde ich jetzt die nächsten Tage bis zur nächsten Runde auf jeden Fall wieder löschen, und so, dass wir dann wirklich ein genaues Bild haben ab Spieltag 10, die komplette Runde im Oktober jetzt dann bestreiten. Und wir legen dann, wie gesagt, los, die Partie am Donnerstag, der einzige Europapokalvertreter aus Wien in dieser Saison, die Austria, tritt beim FC Villarreal an. Genau. Fang ich an oder fangst du an? Ich weiß das jetzt nie. Sag du einfach immer, wer beginnt. Du beginnst jetzt dann, okay, mal, nachdem Maschinen steht. Okay. Ja, wieder 0-1. Nein. Oh ja. Ich ärgere mich dann wahrscheinlich, wenn ich nicht 1-1 getippt habe und es geht 1. Nein, ich sag 0-1. Ich kann diese Woche nur auf Austria-Siege setzen. Es tut mir leid. Na dann, okay. Stefan sagt 1-0 für die Austria in Villarreal. Ich sage 4-1. Okay. Dann hätten wir am Freitag den Doppelpack der beiden Zweierteams, jeweils um 18.10 Uhr. Die Young Violets treten an zu Hause gegen den GRK. Genau, der GRK, der sich ja selbst auch als Aufstiegsaspirant sieht, aber irgendwie nicht in die Gänge kommt, hilft der Austria wieder in die Gänge zu kommen. Und die Austria nutzt die von Markus schon viel gesprochene Heimstärke aus und gewinnt 2-0. 2-0, sagte Stefan. Ich lege mich fest auf ein 1-2. Aha. Genau, und dann hätten wir ja am Ende der Tabelle, und zwar Kapfenberg als letzter gegen Rapid 2, den vorletzten. Ja. Ja, 0-1. 0-1, sagt der Stefan. Auch ich hier sehe ein, ich sehe hier ein 1-2, also auch Auswärtssieg. Und last but not least, das Wiener Derby. Ist 337. Können wir gleich noch 337. Wiener Derby wird in die Annalen eingehen, weil die Austria mit 1-2 gewinnen wird. 1-2, es geht sowieso in die Annalen ein, egal was passiert. Selbst und ich, die Austria, egal, wenn, ja, wenn jemand diese Unentschieden-Serie beendet, geht es in die Annalen ein. Wenn Rapid endlich der erste Heimsieg im neuen Stadion gelingt, geht es in die Annalen ein. Wenn es das 100. X in Folge wird, geht es auch in die Annalen ein. Also egal, wie es kommt, Stefan, es wird weltbewegend. Und ich sage, es wird ein 2-1 in die andere Richtung. Okay. Ja, man kann gespannt sein. Definitiv. Und wie gesagt, man darf auch, wir freuen uns jedes Mal über eure Tipps, gebt sie ab, stellt sie ein, kicktipp.at/nogo, und ihr seid mit am Start. Genau. Der No-Go-Tipp der Woche. Gut, jetzt haben wir es schon angeschnitten als letztes in der Tipprunde und machen wir natürlich dementsprechend weiter, lieber Stefan. Wir haben es jetzt schon erwähnt, die letzten 7 Duelle alle unentschieden ausgegangen, die letzten 4 in Folge jeweils 1-1. Das heißt, in der vergangenen Saison erstmal, dass in einer Spielzeit sämtliche Duelle 1-1 ausgegangen sind. Ich kann dir, wenn du magst, noch etwas Statistik da diesbezüglich auf den Weg geben. Gerne. Gerne, und zwar gab es eben in diesen letzten 7 Matches, die jeweils unentschieden ausgegangen sind, 14 Tore. Davon fielen 11 in der ersten Halbzeit und nur 3 in der zweiten Hälfte. Okay, interessant. Und solange es jetzt keine Statistiken sind, wie viele Tore die Austria nicht geschossen hat. Na, das waren schon auf Twitter. Okay. Und es war... Ein Spiel ging 0-0 aus und den anderen war es jeweils Hälfte-Hälfte. Dreimal ging der FAK in Führung, also das erste Tor, und dreimal der SCR in Führung. Beziehungsweise bei diesen 2-2 war es die Austria, die sogar dann zweimal in Führung gegangen ist. Ja. Aber das erste Tor im Spiel ging, wie gesagt, dreimal an die Austria und dreimal an Rapid. Also auch da kann man natürlich... statistiktechnisch sagen, jo, was machen wir jetzt damit? Ist irgendwo schon interessant, also vielleicht hier und da auch ein paar Wettfreunde. Aber sich genau festzulegen, jetzt sagt, wer macht den ersten Treffer, wird anhand dieser Statistik sehr schwer. Wenn man aber darauf wetten will, wann fallen mehr Tore, dann ist wahrscheinlich die erste Halbzeit die ergiebigere.
Ja, hat man vor allem im letzten Derby gesehen, wo es in der ersten Halbzeit wirklich rassig hin und her gegangen ist und in der zweiten Halbzeit dann jetzt im Nachhinein gesehen mehr auf Verwalten und keiner wollte einen Fehler mehr machen und keiner wollte als Verlierer am Platz gehen, aber. Wobei es damals aber eben schon so war, dass Zimmermann ja das 1-0 erzielt hat in der ersten Hälfte und dann Ohio in der zweiten Hälfte ausgeglichen hat. Also ja, 1-1, ein Tor in jeder Hälfte war es. Ja, aber es war dann nach dem 1-1, meine ich, war das dann relativ, oder war das das vorletzte Derby? Irgendwo war das, wo dann die zweite Halbzeit eher dahin geplätschert ist und die erste Halbzeit oder bis zum Ausgleich eigentlich relativ rassig das Spiel war. Ja, ich glaube, das ist halt vorletzte. Auch immer die. Ja, das war das vorletzte, Entschuldigung. Das ist halt auch immer die Gefahr. Und man kann auch schon sagen, es ist das letzte Derby in dieser Saison. In diesem Jahr. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Nicht in dieser Saison. In diesem Jahr. Ja. Also das Rückspiel findet dann erst 2023 statt. Richtig, richtig. Aber wie teilst du eigentlich meine Einschätzung, dass es wirklich so ist, mit wie die letzten Ergebnisse waren, wie jede Mannschaft meint, sie ist wirklich drauf und in Form, sagt fürs Derby wenig bis nichts aus. Also ich glaube nicht, dass das deine Einschätzung ist. Ich glaube, das ist die Einschätzung von ganz vielen Menschen. Auch der Michi Wagner hat das gesagt, dass das immer ein ganz besonderes Spiel ist, wo es eigentlich gar keine Vorzeichen geben kann. Und ich denke mir, dass sowohl der 5-0-Sieg von Rapid als auch die 3-0-Niederlage der Austria da eigentlich jetzt da gar nichts zu sagen hätte. Und auch wenn Rapid jetzt gegen die WSG Tirol verloren hätte, dann ist doch die Austria der Gegner, gegen den man wieder auf die Spur finden kann. Und genauso ist es bei der Austria. Also wenn die Austria jetzt gegen Rapid gewinnt und alle anderen Spiele im Oktober verlieren sollte, dann kann man trotzdem von einem erfolgreichen Oktober irgendwie sprechen, wahrscheinlich. Je nachdem, wie die anderen Spiele dann verlaufen, ja. Aber ich sage mal, das wird wahrscheinlich für beide Wiener Clubs das wichtigste Spiel im Oktober sein. Ja, durchaus. Wobei, ja, wenn wir jetzt halt weiter im Oktober dann schauen, ich denke mal, gerade für Rapid ist dann auch das Cup-Match noch ein sehr wichtiges. Das Cup-Match ist für beide auch wichtig, weil wenn man im Cup weiterkommt, dann hat man da auch viel richtig gemacht. Und es ist cool, ich glaube, für unsere Vereine ist Cup ja die größte Chance, irgendwie einen Titel zu holen, weil auch wenn du die Wahrscheinlichkeit sehr hoch siehst, dass die Austria den Europa Conference League Titel holt, ja, genau, wird es wahrscheinlich in der Meisterschaft relativ eng für beide von uns. Und im Cup, ja, ist irgendwie die Chance noch am größten. Ja, vor allem sind das die wenigsten Spiele, die zu einem Titel führen und auch zu einem internationalen Startplatz. Also so unwichtig ist der Cup gar nicht. Und auch wenn ich mich da jetzt dann, ich will mich da jetzt auch nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber die Austria hat mit dem Sportclub auch einen machbaren Gegner eigentlich. Und wenn die Austria in einer halbwegs guten Form und mit einer halbwegs guten Leistung spielt, darf da eigentlich auch nichts anbrennen, meiner Meinung nach. Ja, ich meine, das auch ist immer eigene Gesetze wie ein Derby, das willst du jetzt wahrscheinlich sagen. Nein, ich wollte halt sagen, bis dahin ist Oktober auch schon lang und es kann dementsprechend auch schon sein, dass vielleicht die Austria dann auch schon ein bisschen müde ist. Natürlich, das kann natürlich sein, aber im Grunde genommen glaube ich schon, dass wir Profis genug sind und zum Thema Müdigkeit im Fußball, irgendwer hat das jetzt vor kurzem gesagt, ich meine, er kann das nicht mehr hören und das stimmt ja auch, weil wenn man jetzt da die großen Clubs anschaut, die ständig international spielen und immer im Cup und in den oder in England in den verschiedenen Cup-Bewerben relativ weit kommen, man sieht immer ähnliche Mannschaften auflaufen und es gibt immer Stammkräfte, die eigentlich fast jedes Spiel spielen, die werden vielleicht einmal geschont und deswegen glaube ich halt auch, wenn die Spieler sagen, das Geilste am Fußball sind die Spiele, natürlich ist man dann irgendwann einmal müde und hat vielleicht nicht die Kondition wie in einer englischen Liga, weil sonst würde man in einer englischen Liga spielen, aber im Grunde genommen glaube ich nicht, dass man da jetzt total einbrechen wird. Also ich hoffe es zumindest nicht. Und ich glaube auch, dass in Zeiten wie heute, in Zeiten wie diesen, wo man keine Ahnung, jeden Tag Laktatwerte, aktuelle Laktatwerte, Pulswerte und was weiß ich, Körperfettwerte und was auch immer man da für KPIs im Fußball, wie es jetzt im Neudeutsch heißt, schon hat, da wird man doch das Training dann so steuern können, dass man immer wieder eine spritzige Mannschaft aufs Feld bringen kann. Also das glaube ich schon, dass man da jetzt einfach schon so weit sein muss. Und bei Rapid glaube ich,
Ich meine, ich möchte das Vaduz-Thema jetzt nicht mehr zu sehr aufwärmen, weil es halt wirklich jetzt auch schon Vergangenheit ist und auch für die Australier nicht mehr so lustig ist. Aber ich glaube, das war dann auch ein bisschen hausgemacht mit der Hartberg-Verschiebung. Schon in der, da hat man einfach schon für mich jetzt im Nachhinein gesehen Angst gehabt vor der Müdigkeit und vor schweren Beinen, dass man sich da jetzt da schon vor der langen Europacup-Saison gefürchtet hat. Und ich glaube, das sind also diese Ängste, das ist einfach immer das Schlechteste, was du machen kannst, weil dann geht es am ehesten in die Hose. Ist mit Sicherheit, was war es dann? Ich denke mal, mit der Ja. Austria wird es auch darauf ankommen, wie sieht es auf dem Verletzungssektor aus? Weil ich denke mal, Das jetzt ist, ja. zuletzt, wenn dann wirklich so viele Spiele kommen und man hat weiterhin auch zahlreiche Ausfälle, dann wird man dem wahrscheinlich schon eher dann auch irgendwann Tribut zollen müssen. Genau. Und man muss auch dazu sagen, dass Manfred Schmid bis jetzt noch wenig bis gar nicht rotiert hat. Also er hat schon im Großen und Ganzen seine Stammformation gefunden. Und ich sage mal, ein Fitz ist gesetzt, ein Braunöder ist gesetzt, ein Fischer ist gesetzt, der heißt auch Manfred, aber das kennt ihr auch schon, dass ich mich da immer verspreche. Ein Mühl ist gesetzt, ein Galvao ist gesetzt. Also da gibt schon Spieler, die eigentlich mehr oder weniger jede Partie gespielt haben. Ein Martins ist gesetzt, wenn er nicht verletzt ist, ist jetzt leider verletzt. Und sonst gibt es schon noch Positionen, die rotieren. Aber diese Achse, sage ich mal, Mühl, Galvao, dann nach vorne bis zu Fitz, das sind eigentlich gesetzte Spieler, die. Ich bin leider nicht der Statistik, Markus, deswegen kann ich es jetzt nicht auswendig sagen, aber gefühlt haben die jedes Spiel gespielt. Ja. Ja, Galvao war ja schon Galvao das eine oder andere Mal gesperrt. genau, ja, stimmt, stimmt, Ja. stimmt. Gut, Also, ja, das wird dann spannend zu beobachten sein. definitiv, ja, ganz klar. Und wir sind auch vor allem gespannt jetzt erstmal auf den Sonntag. Ich glaube, irgendwie Vorfreude ist vor einem Derby immer, also bei mir nicht so da. Ja, irgendwie mit der Respekt und einem gewissen mulmiges Gefühl. Natürlich hofft man immer auf einen vollen Erfolg, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es hält sich immer so ein bisschen die Waage, die Hoffnung und die Freude, Vorfreude irgendwo vielleicht wirklich jetzt dann endlich mal wieder zu gewinnen und einen Derby-Sieg zu holen und auf der anderen Seite irgendwie so trotzdem so ein mulmiges Gefühl, ha, bloß nicht verlieren. Ja, das stimmt. Und ich möchte keinen Rapid-Sieg haben und dann den Podcast aufnehmen müssen. Auch das wird wahrscheinlich irgendwann einmal eintreffen, Das wird uns aber wahrscheinlich beide irgendwann mal ja. treffen, ja. Was passiert am Sonntag, deiner Meinung nach, wenn es nach 26 Minuten 2:0 für die Austria steht? Du sprichst an den Platzsturm von, glaube ich, 2011 oder was damals. Ja, du bist sehr Ich gut, glaube, wirklich sehr gut vorbereitet, das muss ich da schon sagen. dann wird es ein ziemliches gellendes Pfeifkonzert geben und ich glaube, es wird aber trotzdem weiter gepusht werden und probiert werden von Okay. Fanseite. Und hier, Also du also glaubst, ich dass die kann. Stimmung jetzt nicht so aufgeheizt ist, dass die Gefahr eines Platzsturms da ist? Ich glaube es nicht, nein. Okay. Ja, das ist ja auch eine. Ich glaube es nicht und ich hoffe es auch nicht, weil Na, ja, hoffen ich tut es glaube, niemand, weil es die ist Entscheidung zuletzt jetzt soll schon sprechen. genug wieder ja, Porzellan zerbrochen worden und glaube ich, mit den Aktionen, die da waren, Unmutsäußerungen sind mit Sicherheit immer berechtigt und waren da wirklich berechtigt, aber die Aktionen sind definitiv über das Ziel hinausgeschossen und ich glaube, für das Renommee des Vereins wäre es wirklich extrem schlecht, wenn jetzt schon wieder irgendwelche Ausschreitungen, nenne ich es jetzt mal, passieren würden. Gut, das heißt, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf ein faires und rassiges Derby. Genau, wir freuen uns auf ein faires, wie immer natürlich emotional aufgeladenes Derby und glaube ich, in diesem einen Match können wir definitiv sagen, nicht möge der Bessere gewinnen. Mir scheißegal, wenn wir schlechter sind. Wir wollen diese drei Punkte haben. Genau so Genauso ist wirst es, du es ja. auch sehen. Scheiß drauf, jetzt in diesem Match geht es definitiv nicht darum, um irgendeinen Schönheitspreis, sondern ja, ich glaube, beide wollen sehen, dass die Spieler das Herz und ihren Schweiß investieren und auf den Platz lassen und alles geben und reinwerfen, was geht. Und wenn man dann wirklich sagt, man hat alles reingebuttert und am Ende gibt es halt wieder ein X, ja, dann wäre es halt so. Aber ich glaube, beide lechzen irgendwie danach, dass es endlich mal wieder einen Sieger gibt. Genau so ist es. Und ja, hoffen wir auf einen violetten Sieg. Dann
Du musst ja zum Abschluss jetzt eh noch was Schönes und was Nettes. Ich sagte noch was Schönes, ja, aber ich hoffe auf einen violetten Sieg, das sage ich jetzt schon. Apropos Sicher, Porzellan. So wie ich natürlich auf einen grün-weißen Sieg hoffe, ganz klar. Okay. Apropos Porzellan zerbrochen, lass mich die Brücke zu Andreas Herzog schlagen. Der hat ja mit interessanten Aussagen aufhorchen lassen. Ja, er war jetzt mal wieder als Experte im PTV-Einsatz. Warum betonst du das so komisch? Experte. Nein, er war als Experte. Ist er kein Experte für dich? Doch. Okay. Na, ich habe das jetzt sarkastisch aufgenommen. Sie interpretieren da schon wieder irgendwas hinein, was nicht da ist. Ja, er war als Experte im Einsatz und im PTV dementsprechend und ist dann natürlich auch zur derzeitigen Situation rund um Rapid befragt worden. Es gab einen Einspieler, da ist auch ging es auch um ihn. Keine Werbung für andere Podcasts hier. Ja, na, da ging es auch eben um ihn und dass er wohl, habe ich vorher auch nicht gewusst, sportlicher Berater von Herrn Theuner ist, der ja eh schon bei Rapid investiert und dessen Firma Warta, beziehungsweise er, die Akademie sponsert und das Nachwuchsleistungszentrum eben mitgefördert hat und dort jährlich angeblich einen Betrag von 400.000 einsetzt. Da gab es jetzt übrigens von Warta so ein Nachwuchsturnier, wo der Andi Herzog der Schirmherr war, so ein, ich glaube, U15 oder so. Ja. Und da hat auch die Austria mitgespielt bei dem Turnier und da hat der Herzog sogar ein Foto mit Austria-Spielern gepostet auf seiner privaten Instagram-Seite. Okay. Ja, nur so ein bisschen interessante Side-Facts zum Thema. Aber mit den Jugendspielern oder mit irgendwelchen Profis, die auch dort waren? Nein, mit den Jugendspielern. Okay. Also er hat zu seiner Verteidigung, er hat mit jedem Verein, der dort mitgespielt hat, glaube ich, ein Mannschaftsfoto gemacht. Okay. Also es waren aber internationale Vereine auch vertreten, also nicht nur österreichische. Ja. Entschuldigung. Ja. Und er ist eben zu der Situation befragt worden, beziehungsweise diesem Einspieler war eben das dementsprechend auch Thema und Theuner soll ja auf der Liste Hofmann mit dabei sein, wenn ich sagen wir als interner Drahtzieher, sage ich mal, in dem Businessbereich auf der einen Seite, als Geldgeber mit Sicherheit auch irgendwo. Und Andreas Herzog, soll eben sein sportlicher Berater sein. Genau. Oder ist sein sportlicher Berater anscheinend. Ja, und jetzt sage ich wieder was Interessantes. Wer mehr zu den Listen bei Rapid erfahren will, der hört am besten unsere letzte Sendung, weil da haben wir das alles genau durchgenommen und analysiert für euch. Genau, und aufgedröselt für euch. Genau. Also und jetzt hat er eben da hier Farbe bekannt und es klingt doch ganz danach, als wenn diese Liste um Hofmann, Theuner, Vrabec, der angeblich der Mann ist, der dann das Präsidentenamt innehaben würde, dürfte Andi Herzog in irgendeiner Position da auch mitmischen. Dass jetzt, glaube ich, nur hier weiter stiller Berater dann wäre, hat sich für mich nicht so angehört, sondern irgendwo, als wäre dann eine Position dann schon irgendwo vorgesehen, wo ich mich auf der einen Seite frage, natürlich hat Andreas Herzog viel Know-how als Spieler und jetzt auch schon hier und da israelischer Teamchef, wenig erfolgreich jetzt dann auch zuletzt Coach bei der Admira sammeln können, damit eben auch internationale Erfahrung, auch als Spieler. Aber ich frage mich, wenn wir dann irgendwo einen Leithammel wie den Steffen Hofmann schon dabei hat, für was der eigentlich eh genug sportliche Kompetenz besitzen sollte, für was brauchst du dann noch jemand anderen? Dass er dann mit dem Präsidium mit dabei ist, schließe ich eigentlich kategorisch aus. Ich glaube, da ist auch seine derzeitliche Karriereplanung noch in die Richtung, dass er, glaube ich, wieder ein Traineramt oder im sportlichen Bereich ein Amt übernehmen will. Klingt also für mich dann so danach, als wäre vielleicht hier ein Kandidat für den Sportdirektor oder aber auch Trainer für das, dieses Präsidium dann ernennen könnte. Und ich glaube, gerade in diesen zwei Positionen sind die Rapid-Fans derzeit etwas sensibel und wollen da, glaube ich, externe Expertise haben und sehen und nicht mehr, wie es, glaube ich, zuletzt oft geheißen hat und genannt worden ist, dass weiterhin im eigenen Sud gekocht wird. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Also wenn du jetzt mich fragst, und das hättest du jetzt sicher gemacht, wenn ich dir nicht ins Wort gefallen wäre,
glaube auch, dass ich den Andi Herzog eher an der Seitenlinie oder dass er sich eher an der Seitenlinie sieht oder im Tagesgeschäft, im Sportlichen, wie Sportdirektor, als dass er sich da jetzt als Rapid-Präsident sieht. Und ja, sportlicher Berater von Teuner finde ich auch irgendwie lustig, weil ist der im Tagesgeschäft jetzt da bei Rapid eigentlich? Teuner? Ja, der ist... Derzeit nicht, dass ich wüsste. Also wenn man diese Akademie Tagesgeschäft nennen will, ja klar, ist schon immer Tagesgeschäft, aber ich glaube, er ist jetzt da nur Geldgeber und Namensgeber mit seiner Firma eben dementsprechend und glaube ich jetzt nicht wirklich sportlich involviert bisher. Also die genauen Zusammenhänge und Hintergründe erschließen wir noch nicht so ganz. Vielleicht, dass er sagt, okay, wo macht es sportlich Sinn, wenn ein Verein die und die Pläne hat oder Rapid jetzt eben die Pläne hat, wo er sagt, ja, das macht Sinn oder macht nicht Sinn, um so dass er hier vielleicht eben Feedback bekommt, ob sein Geld in diese oder jene Richtung gut angelegt ist oder ob es besser wäre, vielleicht ein Input oder leichten Stoß in eine andere Richtung zu geben. Aber ja, also ich glaube, das ist jetzt spekulativ von mir auch. Und wie hier genau der Ablauf ist, ist mir nicht bekannt. Oder er ist Personal Trainer und nicht sportlicher Berater und du hast dich verhört. Alles möglich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wird sich auf jeden Fall zeigen und das Kapitel Rapid Präsidium bzw. Rapid Präsident wird auf jeden Fall noch reicher bis Ende November werden. Und wir werden an dieser Stelle euch am Laufenden halten und immer über alle Neuigkeiten informieren. Genau, ich glaube, es ist ja dann knapp 2 Wochen bevor die Wahl ist ja schon die letzte Bundesliga-Runde dieses Jahres, weil danach die glorreiche Weltmeisterschaft beginnt und ich glaube, da werden wir dann noch einige oder ein, zwei Folgen dezidiert mit diesem Thema uns beschäftigen können, kurz vor der Wahl und dann natürlich wesentlich mehr Facts dann auf dem Tisch haben, als jetzt haben, ist natürlich viel Spekulation, viel Interpretation unsererseits auch. Ich glaube aber, vielen anderen Medien geht es nicht wesentlich besser. Ja, genau, so ist es. Gut, dann, lieber Stefan, hätten wir, glaube ich, noch 2 ganz kurze Themen. Und zwar ad 1 dürfen wir sagen, dass am Freitag schon unser nächstes Special online geht. Ah ja, ja. Genau, das heißt, am Freitag mit Sicherheit einem teilweise Fokus auf Starby. Das heißt, wir stimmen euch dann eigentlich mit einem Special auch nochmal, wo wir dezidiert einige Minuten mit unserem nächsten Stargast und Gesprächspartner rausziehen, um das auch seine Meinung zum kommenden Derby einzuholen und seine Expertise diesbezüglich heranzuziehen. Genau. Und der zweite Punkt, den überlasse ich gerne dir. Wo sind wir überall vertreten? Wo kann man uns hören? Und wo sind wir auf Social Media unterwegs? Boah, das war jetzt da vollkommen unvorbereitet, dass du mich das fragst, wirklich. Das hast jetzt die letzten Wochen hast das immer du gesagt. Ja, okay, passt. Also, nogo.wien, so erreicht ihr nicht nur unsere Webseite, sondern auch wenn ihr im Facebook-Suchfeld diesen Wortlaut eingibt, seht ihr unsere Fanseite auf Facebook. Wir sind auch unter NoGo Wien auf YouTube zu finden und auf Twitter zu finden und auf Instagram zu finden. Ihr hört uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also so Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Deezer, keine Ahnung, wie die alle heißen. Also wir sind dort überall vertreten und zu finden und zu hören. Was wir viel zu selten sagen, wenn ihr unseren Podcast schon öfters als einmal gehört habt, zum Beispiel auf Spotify, dann könnt ihr diesen bewerten. Wir freuen uns über jede Bewertung. Ihr könnt uns da zwar nichts dazu schreiben, weil man nur Sterne vergeben kann auf Spotify, aber diese Sterne helfen uns ungemein weiter und wir machen das ehrenamtlich natürlich nicht nur, weil wir müssen, sondern auch, weil es uns irrsinnig Spaß macht und weil Fußball einfach unsere Leidenschaft ist und da gehören einfach Bewertungen dazu. Deswegen würden wir euch wirklich um ehrliche 5-Sterne-Bewertungen bitten auf diversesten Plattformen, wo Bewertungen möglich sind. Und bei Apple Podcast könnt ihr sogar 1-2 Sätze dazu schreiben, wie sympathisch ich bin und wie sympathisch unsympathisch Rapid ist. Nein, also wir würden euch bitten,
uns auch zu bewerten und auch so Feedback zu geben, nicht nur auf den sozialen Medien und via E-Mail, sondern eben auch auf den Plattformen, wo man Podcasts auch bewerten kann. Also, und ich sage jetzt schon mal vielen Dank dafür. Genau, richtig. Und wenn Sie es weniger unterm anonym, in Anführungszeichen, machen wollt und es einfach nur unter uns 3-4 dann sein wollt und bleiben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an nogo.wien@gmail.com. Warum 3-4 jetzt? Ja, du. Ich dachte, wir sind zu zweit. Ja, wir sind zu zweit und jemand anderes dann schreibt es mit mindestens zu dritt. Ach so, ne? Weil es, wenn er schreibt oder sie schreibt, okay, genau, ich dachte. Genau, genau. Vielleicht, wir hatten ja schon den Fall über Social Media, dass sich einer aus einem Zwillingspaar gemeldet hat, da wäre man dann schon zu viert. Ja, ne? Das stimmt, also. Ja, okay. Das habe ich kurz Angst um dich gehabt, aber genau. Ich bin nicht schizophren und ich auch nicht. Ja, ja nein. Genau, und wie gesagt, da könnt ihr uns jederzeit gerne an uns wenden mit Fragen, Anregungen, Meinungen, wenn ihr Input habt zum unserem Tippspiel zum Beispiel oder sagt, hey, ich hätte einen coolen Preis für euch oder macht doch diesen XY als Wetteinsatz, da sind wir jederzeit gerne für eure Input, wie gesagt, offen und versuchen darauf einzugehen. Genau. Ja, mein lieber Markus, das war's für diese Woche. Mhm. Nächste Woche werden wir uns schon sprechen und da werden wir schon wissen, wie das Derby ausgegangen ist und auch wenn du da niedergeschlagen sein wirst, höre auf meine jetzigen Worte, die ersten netten Rapid-Worte, die ich im Oktober sagen muss. Ja, quasi mit vorgehaltener Waffe. Ja. Ich wünsche Rapid alles Gute für die kommende Woche. Eine ruhige Woche. Mögen so wenig Störungen von außen wie möglich kommen, dass sich die Mannschaft in Ruhe auf das Derby vorbereiten kann. Das Spiel der Austria am Donnerstag total gut analysieren können, die im Europacup gegen Villarreal spielen dürfen. Und ja, wenn ich Rapid fürs Derby was wünsche, dann kann das auch über meine Lippen und auch wenn ich so einen Wetteinsatz habe, kann das natürlich kein Sieg sein, ja. Aber wenn ich Ihnen schon was Gutes wünschen muss für nächsten Sonntag, dann ist es ein Punkt. Okay. Ich habe schon gedacht, du sagst, dann, dass sich niemand verletzt. Na gut, aber die Chance ist vertan. Scheiße, das hätte ich auch sagen. Tja, vorbei, lieber Freund, vorbei. Die guten Ideen hat hier der Deutsche. Und wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag. Wie gesagt, am Freitag hören wir uns schon wieder mit dem Special und ansonsten auch nächsten Dienstag dann wieder. Und allen ein erfolgreiches Derby, natürlich vor allem aus Rapid-Sicht, allen Grün-Weißen. Drückt die Daumen, kommt ins Stadion, feuert es Rapid an und wir geben gemeinsam Gas und hoffen endlich dann diesen vermaledeiten Dreier im heimischen Stadion zu holen. Genau, der Austria-Sektor ist übrigens schon ausverkauft, also für einen Austria-Sieg ist alles angerichtet und brauchst keine Angst haben, wird auch gute Stimmung im Stadion sein, weil ja der Austria-Sektor schon ausverkauft ist. Also, ich hört man eh nie. Ja, das reden wir dann am Sonntag und dann erkläre ich da auch, wer die Nummer 1 in Wien ist nochmal, ja? Okay, ja, derzeit ist es Rapid. Naja, wenn du die minus 3 Punkte jetzt nicht... Und wenn wir das eine Spiel weniger, was wir haben und dann... Und naja, dann aber und du, das und musst da? Du mal gewinnen. Die minus 3 Punkte, die sind fix abgezogen. Also sportlich ist der Austria nach wie vor der Nummer 1 in Wien. Punkt. Und das wird sie nach dem nächsten Sonntag noch bleiben. Na dann. Aber ich sehe hier 4 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen und 4 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das heißt, es wäre derzeit vielleicht ein Pünktchen mehr. Ne? Ja, natürlich. Weil ja die Differenz jetzt 2 Punkte beträgt, plus 3 ist ein Punkt mehr, ja? Hast du gut gerechnet, Deutscher. Tja, ich bin nicht umsonst der Statistik, Markus. Du, wir lassen das jetzt, das führt zu nichts mehr. Ja, wir sprechen uns am Freitag wieder und dann ich schneide sicher nichts weg, das sollen alle hören. Wir hören uns am Freitag und dann natürlich am Dienstag wieder. Habt eine schöne Woche und drückt, das sage ich jetzt da ein bisschen neutral, euren Verein die Daumen einfach. Richtig, passt. Ja. Gut, wir hören uns bald wieder. Macht's gut bis dahin, gesund bleiben. Tschüss, Baba.